De dagen worden korter met als gevolg dat het eerder donker is. Belangrijk is dus dat onderweg je verlichting goed op orde is. Niet alleen op de fiets, maar zeker ook in de auto. Net over de grens in Kleef hebben ze daar iets op bedacht. Tijdens de lichtweken wordt je autoverlichting gecontroleerd. En daarbij maak je ook nog eens kans op een mooie prijs. De donkere dagen komen eraan en daarom is het belangrijk dat je autolichten goed in orde zijn. In het Duitse Kleef worden daarom nu de lichtweken gehouden. Ook wij hebben onze lampen even laten controleren in het plaatsje Udem. Also der Lichttest, da werden die Fahrzeugbeleuchtungen geprüft. Abblendlicht, Standlichter, Blinker, ob alles funktioniert und ob alles richtig eingestellt ist, damit man A, natürlich in den dunklen Jahreszeiten mit ordentlichem Licht durch die Gegend fährt und natürlich auch, damit man den Gegenverkehr nicht blendet, also geprüft wird, dass alles ordentlich eingestellt ist. Uit Onderzoek van de Duitse Verkeerswacht blijkt dat 30% van alle geteste voertuigen gebreken toont bij het verlichtingssysteem. Melanie Beba legt uit waarom het belangrijk is om toch even je lampen te laten checken. Weil gerade in den dunklen Jahreszeiten ist es ja so, dass viele auch mit kaputten Scheinwerfern durch die Gegend fahren und Lichtfahrer sind sichtbarer, sagt man ja so schön. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Leute gerade dann im Oktober, wenn es anfängt, morgens und abends dunkel zu werden, wenn die Hauptverkehrszeiten sind, damit halt die Beleuchtung ordentlich funktioniert, um selber gut zu sehen und gesehen zu werden. Ook kunnen er volgens Beba problemen aan de lichten ontstaan die je zelf niet eens doorhebt. Dat man zum Beispiel gar nicht mitbekommt, wenn jetzt zum Beispiel hinten ein Bremslicht oder ein Rückstrahler kaputt ist. Ne? Weil man es im Auto selber nicht sieht, vorne sieht man es vielleicht noch, aber hinten ist es natürlich sehr schwer selber einzuschätzen, weil es ja auch noch die Autos gibt, die ja nicht anzeigen, wenn eine Beleuchtung kaputt ist. Als je de lichttest laat doen bij een van de deelnemende garages, krijg je een sticker. Met deze sticker moet je een foto maken en deze kan je dan opsturen. Je maakt zelfs kans op een nieuwe auto. Ook automobilisten vanuit Nederland zijn welkom voor een test. Toch loopt de actie nog niet heel hard. Nee, leider nicht mehr. Früher war es viel, viel mehr. Also vor 5 bis 6 Jahren sind die Leute wirklich viel in die Autohäuser gekommen, um den Lichttest zu machen. Heute leider nicht mehr. Wäre aber, wenn man mal offensichtlich durch den Straßenverkehr geht, gut, wenn die Leute es wieder machen würden, weil doch viele Leute mit falsch eingestelltem Licht oder kaputtem Licht durch die Gegend fahren. Unser Auto ist helemaal in Ordnung. Toch moet je volgens Beba goed op blijven letten of je autolampen ook in orde blijven. Regelmäßig in die Werkstatt gehen. Einfach regelmäßig überprüfen lassen. Machen auch die meisten Werkstätten ohne Termin, dass man wirklich spontan reinkommen kann als Express-Service, um die Beleuchtungsanlage zu überprüfen. Egal ob im Herbst oder auch im Sommer.